Willkommen zurück zu Let's Play Half-Life. Ja, was passiert, wenn man sich mit dem Freeman anlegt? Genau das. Leute werden in blutige kleine Fetzen gesprengt. Nun, es gibt ja hier noch mehr, die meinten, sie müssen mir Ärger machen, so wie der Herr da vorne. Jetzt soll er mal achten. Oh, das tut mir aber leid aus. Halt doch. Puff. Leute, Leute, was macht ihr denn hier bitte? Alle weggesplattert. Was war das? Denke ich mir nämlich auch. Zack. Schmecken die Kugeln? Ich hoffe doch, davon habe ich nämlich noch viel mehr. Oh. Naja, kein Wort für uns. Kommt hier. The fuck? Au. Au. Penner. Okay, aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Du bist kein... Nicht... Ich frage mich, warum die überhaupt solche Stimmen haben, weil der restliche Teil von denen ist ja eigentlich nicht mit Masken versehen. Hätte doch nur besser aufgepasst. Dann wäre jetzt nicht nur das von ihm übrig. Irgendwie durch Half-Life habe ich den Tipp, immer unter Treppen zu gucken. Und es sieht so aus, als ob es sich rentiert. Clever. Okay. Ich hasse das immer, wenn die angesprungen kommen. Im ersten Teil ist es noch echt viel schwerer, die Headcrabs überhaupt abzuwehren, weil man sie meistens als erstes in die Fresse kriegt und dann erst was machen kann. Keine Ahnung. Ich töte einfach nur Headcrabs. Das ist mein Business. Und Business ist gut. Drei Marines schaffen es nicht, einen Vortigaunt oder zwei Vortigaunts platt zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das Traurigste ist, was ich hier gesehen habe, oder das Bescheuertste. Kisten ja auch, verdammt. Ich will Inhalt, ich will Loot. Das ist das, was ich tue. Die Dinger gehen mir schon mal nicht mehr auf den Zeiger. Dum, 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 zurück zur Bahn. Jetzt kann ich fahren. Dun, 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 dun. Tote Marines und Aliens. Tote Marines und Aliens sind überall. Und ich lach nur drüber und schieß auf. Und wow. Verdammt, 5 Flash. Ein Grafikfehler oder was? Scheint so. Naja.
Okay, ignorieren und weiterfahren. Hat's nicht gegeben. Hallo? Ach, hier war ich gerade. Ich wollte gerade sagen, was war das gerade für ein Furzgeräusch? Haben wir denn da? Diskussion beendet. Das müssen wohl irgendwie so Special Forces sein. Oh! The fuck? Kannst auch so machen. Wer so spielen will, der muss damit rechnen, dass seine Gegenspieler dasselbe Spiel spielen können. Verdammten Marines. Arschlöcher. Verdammte. Gut, scheinbar geht's ab hier wieder zu Fuß weiter. Ah. Hardcore, wa? Was haben wir denn hier? Ein Verbündeter. Und er lebt sogar noch. Ah, shit, 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 shit. Geh in Deckung, Mann. Geh in Deckung. Hi. So viel dazu. Surrender Freeman. Warum ich? Was hab ich denn getan? Gott! Nur weil ich der beste Forscher weit und breit bin. Ich wusste doch, dass hier sowas ist. Mein Freund, wenn du gesehen hast, was ich schon alles geleistet hab, da würdest du erblassen von Neid. Teilweise ist die Hit-Detection echt speziell. Gut, haben wir schon mal eine gute. Mhm. Gib mir das. Ja. Okay, machen wir das anders. Zack. Ich muss ja wohl irgendwie hier durch die Tür, oder? Oh. Ist das die Rakete, die ich wegschicken soll? Keiner. Ist das die Rakete, die ich wegschicken soll? Ein wenig Munition. Mein netter Kamerad scheint mir nicht zu folgen. Oh. Moment. Anhalten. Oh. HEV aufladen. Zack. Auf 100%.
Naja, klar. Gut. Wow. Warum zum Teufel der jetzt auch immer aufgestanden? What the fuck? Okay. Ich glaube, es gibt... Ah, es gab hier gerade ein kleines Systemproblem. Okay. Die wunderbare Welt von Half-Life. Mein verdammter Computer hat hier teilweise echt momentan so ein paar Macken. Ich verzeihe, bitte um Verzeihung. You're dead, Freeman. Mal ganz ehrlich. Jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich, nebenbei. Warum haben diese Arschlöcher es auf mich abgesehen? Hab ich irgendwas Besonderes? Was ist das? Hab ich irgendwas Besonderes gemacht? Naja, abgesehen davon, dass ich ein halbes Dutzend ihrer Streitkräfte erschossen habe, aber trotzdem. Nicht fair. Nicht. Wow! Wow. Hier explodiert Scheiß. Half-Life. Die hätten mir im Vorfeld sagen sollen, dass mein Job gar nicht mal so lang war. Gar nicht mal so langweilig ist. Ich darf ballern wie ein Bekloppter. Ich habe Waffenumgang ohne Ende. Sprengstoff wird mir zur Verfügung gesetzt. Yes, das war ein Volltreffer. Okay, ich vermute mal, ich muss hier vorne halten. Mach mal einmal den hier und den. Okay. Sieht so aus, als ob die Soldaten auch nicht ganz mit dem ganzen Scheiß hier gerechnet hätten. Und deswegen hier oben verbarrikadiert war. Au! Son of a fucking. Au, mitten in die Fresse. Au. Ja, so besser, dass die mir jetzt ein HIV, ein Half-Ding hinstellen, weil das ist ja immer... Das sieht so aus wie das, was ich aktivieren musste. Das ist ja eine Unverschämtheit. Schießt der mir... Vor allen Dingen, das ist das was Einzige, was man sagen kann, wo man richtig sagen kann, die Marines aus Half-Life sind Hardcore. Die schießen durch diesen Schlitz eine Granate, dass das so perfekt abgemessen ist von der KI, ist echt... The fuck kann ich da nur sagen? Okay. Hier ist eine Durchfahrt. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, was das soll. Wieso? Ein zweiter Waggon. Gehen die davon aus, dass ich meinen verliere oder was? Fahren wir einfach ein bisschen vorsichtiger. Watching you. What the fuck? Okay, den Part mit dem Vorsichtiger hätte ich mir zu Herzen nehmen sollen. Oh mein Gott.
Okay. Ja, da lang kommen wir schon mal nicht. Also rückwärts. Dann hat der Penner meinen Waggon geklaut. Herrlich, eine TNT-Todesfalle. Super. Also können wir laufen. Yeah. Laufen macht Spaß. Laufen hält fit. Mein Freund, du siehst tot aus. Hallo? Okay, Leute, an der Stelle werden wir diesen Part beenden. Ich danke natürlich vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr beim nächsten Mal einschaltet. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dann!